In diesem Video möchte ich euch in ein paar Formalismen der höheren Mathematik einweihen. Und zwar konkret in Quantoren, Mengenschreibweise und Summenschreibweise. All das habt ihr vielleicht irgendwo schon einmal kurz gehört, aber wahrscheinlich noch nicht in einem Zusammen und vor allem in dieser Tiefe und Deutlichkeit. Und zwar, die Idee dahinter ist die, in der formalen Mathematik gibt es bestimmte Aussagetypen, die sich immer wieder wiederholen. Zum Beispiel kommt ganz oft sowas vor wie, es gibt ein x, sodass irgendwas passiert. Oder auch, für alle x gilt das. Und für diese beiden Aussagenarten, die ganz oft vorkommen, gibt es in der Mathematik Symbole. Das es gibt, das ist ein sogenannter Existenzquantor. Außerdem tut der wie ein umgekehrtes E. Und schreiben würde man, wenn ich sage, es gibt ein x, so das, würde man einfach schreiben, das heißt, es gibt ein x, so das, und da würde es dann weitergehen. Machen wir nachher ein paar Beispiele dazu. Das für alle x irgendwas gilt, das ist ein Allquantor. Und der sieht aus wie ein umgedrehtes A. Und man würde es ebenso schreiben. Ja, schauen wir uns da gleich ein paar Beispiele dazu an. Wenn ich zum Beispiel sagen möchte, irgendeine Aussage, die für die meisten x richtig ist, und das kann man dann gleich im Zusammenhang mit Mengen machen, denn diese Quantoren kommen ganz oft gemeinsam mit Mengensymbolen vor. Zum Beispiel könnte ich behaupten, dass für alle x aus den reellen Zahlen gilt, dass die folgende Ungleichung stimmt, x² ist größer als 0. Ja, jetzt können wir uns überlegen wir mal zuerst, was das bedeutet, und dann überlegen wir uns, ob das überhaupt stimmt. Also, bedeuten tut es, für alle x aus den reellen Zahlen gilt, dass x² größer ist als 0. Diese Aussage besagt also, dass das Quadrat von einer reellen Zahl immer positiv ist. Das wäre quasi das Gleiche in Worten formuliert. Jetzt kann man überlegen, stimmt es überhaupt, dass das Quadrat einer reellen Zahl immer positiv ist? Naja, fast, aber nicht ganz. Warum stimmt es nicht ganz? Ja, da gibt es eine einzige Zahl, für die es nicht stimmt, nämlich die Zahl 0. Wenn für x 0 stimmt das nicht, weil bei 0 hoch 2 ist nicht größer als 0, sondern ist gleich 0. Deshalb stimmt es nicht ganz, und um diese Korrektur mathematisch auszudrücken, könnte man sagen, es gibt eine Zahl, für die ja, das eben nicht so ist. Also, es gibt ein x aus den reellen Zahlen, für das gilt, dass diese Ungleichung nicht stimmt, das heißt, wir müssen das Gegenteil von der Ungleichung hinschreiben, x hoch 2, und das Gegenteil von größer ist kleiner oder gleich 0. Die Aussage stimmt jetzt. Es gibt also eine reelle Zahl, die deren Quadrat kleiner oder gleich 0 ist. Übrigens, eine andere Korrekturmöglichkeit wäre natürlich gewesen, dass wir hier aus diesem kleiner, aus diesem größer, stattdessen ein größer gleich gemacht hätten. Dann hätte es auch gestimmt. Also, für alle x aus den reinen Zahlen gilt, dass x hoch 2 größer oder gleich ist als 0. Ja, jetzt könnte man natürlich solche Aussagen auch noch irgendwie ein bisschen anders formulieren. Zum Beispiel, wir haben vorher gesagt, das Gegenteil von das für alle x aus den reellen Zahlen gilt, dass ihr Quadrat größer als 0 ist. Das Gegenteil davon ist wahr, nämlich es gibt eine reelle Zahl, deren Quadrat kleiner oder gleich 0 ist.
Das Gleiche könnte ich auch formulieren, indem ich einfach sage, es gilt nicht für alle reellen Zahlen, dass ihr Quadrat größer 0 ist. Das heißt, auch nicht ist so ein Wörtchen, das in der Mathematik oft in formalen Kontexten vorkommt, und deshalb gibt es dafür ein Symbol. Das Symbol für nicht ist, sieht so aus. So ein kleines rechteckiges Hackerl. Also in vielen Fällen kann man sich das sparen, indem man es umformuliert oder irgendwie Symbole durchstreicht. Ihr kennt es zum Beispiel von dem liegt in, also irgendetwas liegt in den reellen Zahlen. Wenn man das Gegenteil davon ausdrücken will, kann man das einfach dieses Elementsymbol durchstreichen. Stattdessen könnte man aber auch dieses Nicht-Zeichen davor stellen. Dann muss man das Ganze in Klammer setzen, damit klar ist, worauf sich das nicht bezieht. Und das würde aussagen, es ist nicht der Fall, dass x aus den reellen Zahlen ist. Wir könnten also diese Korrektur von dem da oben auch noch auf eine dritte Art machen. Wir könnten nämlich sagen, dass es nicht für alle x aus R gilt, dass x² größer ist als 0. Also das und das sind zwei völlig äquivalente Aussagen. Das ist ganz allgemein eine negative All-Aussage, lässt sich äquivalent umformen in eine Existenzaussage, wo hinten das, worüber die Existenz oder All-Aussage getroffen wird, logisch umgedreht wird. Ja, dann haben wir gesagt, wir sollen auch noch über Mengen hier ein bisschen mehr sagen. Wir kennen ja schon dieses Symbol, dass etwas in einer Menge drin liegt, ein Element einer Menge ist. Die Zahlenmengen sind auch bekannt. Man kann natürlich jetzt auch Mengen noch stärker einschränken. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Mengen als Intervalle zu bezeichnen. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, Mengen zu bezeichnen. Ich mache da mal ein Beispiel. Wir vergeben den Buchstaben A für die folgende Menge. Die Menge aller x aus den natürlichen Zahlen, für die gilt, also ich schreibe es jetzt jeweils und sage dazu die zugehörige Sprechweise, also die Menge aller x aus den natürlichen Zahlen, für die gilt, dass es ein y aus den natürlichen Zahlen gibt, also dass es gibt ein y aus den natürlichen Zahlen, so dass x ist gleich 3 mal y. So, jetzt ist natürlich die Frage, was habe ich da jetzt eigentlich für eine Menge aufgeschrieben? Was bedeutet diese Menge? Also, mal kurz nachgedacht. Also, es geht um eine Menge von x aus den natürlichen Zahlen. Wir wissen also schon einmal daraus, dass es sich um eine Menge von natürlichen Zahlen handelt. So, das, was jetzt da hinten steht, das charakterisiert jetzt diejenigen natürlichen Zahlen, die in der Menge sind. Also es sind nicht alle natürlichen Zahlen in dieser Menge, sondern nur manche. Nämlich welche? Es sind diejenigen natürlichen Zahlen in der Menge, für die diese Aussage gilt. Das heißt, diese Zahl, diese natürliche Zahl x, das ist ja die da, die muss darstellbar sein als 3 mal y, wobei das y selbst eine natürliche Zahl ist. Und dieses y muss existieren. Wenn das der Fall ist, dass so ein y existiert mit dieser Eigenschaft, dann gehört die Zahl x zur Menge. Können wir ja mal überlegen, welche Zahlen das sind, wenn wir es aufzählen. Zum Beispiel die Zahl 0. Ob die Zahl 0 zu dieser Menge gehört oder nicht. Überlegen wir mal. Also, 0 ist eine natürliche Zahl. Gut, ja, das ist so laut Gesetz. So, dann müssen wir schauen, wegen diesem y, da müssen wir noch suchen. Diese Zahl 0 sollte sich jetzt darstellen lassen als 3 mal y. Ja, wenn 0 3 mal y sein soll, dann geht das nur, wenn y 0 ist. Und dieses y soll ja eine natürliche Zahl sein. Das schaut gut aus, weil 0 ist eine natürliche Zahl. Die gibt es also, dieses y. Folglich erfüllt die Zahl 0 die Eigenschaft, gehört also zur Menge. Dann können wir schauen, ob die Zahl 1 dazu gehört. Das würde bedeuten, die Zahl 1 gehört zu der Menge, falls sich die 1 darstellen lässt als 3 mal irgendwas. Und dieses irgendwas existiert in den natürlichen Zahlen.
Ja, die Zahl 1 lässt sich darstellen als 3 mal irgendwas, aber das geht nur dann, wenn das irgendwas ein Drittel ist. Und ein Drittel ist aber nicht in den natürlichen Zahlen. Also die Zahl 1 gehört nicht in die Menge rein. Dasselbe gilt für die Zahl 2. Auch die würde nicht reingehören, weil das zugehörige Y müsste 2 Drittel sein und das ist auch keine natürliche Zahl. Die Zahl 2 gehört also nicht rein. Hingegen die Zahl 3, die passt rein, könnt ihr euch selber überlegen, warum. Ebenso die Zahl 6, die Zahl 9, die Zahl 12 und so weiter, also alle Vielfachen von 3 gehören in diese Menge und alle Zahlen, die nicht Vielfache von 3 sind, gehören nicht in diese Menge. So kann man sich das also überlegen, wie welche Zahlen in so einer Menge tatsächlich drin sind. Anhand von der Prüfung, die Zahlen, die überhaupt in Frage kommen, sind die, die da vorne stehen. Und die Zahlen, die dann tatsächlich drin sind, sind diejenigen, die diese Bedingung erfüllen. Ein weiteres wichtiges Symbol ist das Summensymbol. Das Summensymbol in der Mathematik sieht so aus. Ja, wofür braucht man das? Das braucht man, wenn man Sachen zusammenzählen möchte, und zwar nicht nur zwei oder drei Sachen, sondern ziemlich viele Sachen. Beispielsweise sowas. 1 plus ein Halb plus ein Drittel plus ein Viertel plus ein Fünftel plus und so weiter. Wenn man das zusammenzählen möchte und möglicherweise nicht, also entweder das und so weiter würde heißen, dass es ewig weitergeht. Entweder man möchte unendlich weiter zusammenzählen oder nur bis zu einem bestimmten, also die ersten 100 Stück oder so, und möchte das irgendwie übersichtlich aufschreiben. Dafür braucht man so ein Summensymbol. Wie funktioniert das? Das Summensymbol basiert immer darauf, dass es einen Index gibt. Der Index ist sowas wie das Durchnummerieren der einzelnen Summanden. Also ich könnte zum Beispiel jetzt hier sagen, das nummeriere ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Zum Beispiel dieser Index könnte jetzt, also für Index verwendet man oft das kleine i dann, nicht verwechseln mit der imaginären Einheit, ist hier einfach nur eine Variable zum Durchzählen, i, weil es Index heißt. Ja, und das, was also die Zahl, die zu dem Index gehört, die bei dem Index jeweils dazu summiert wird, die bezeichnet man als den Summanden bzw. das Glied. Das heißt, man könnte sagen, das dritte Glied dieser Summe ist ein Drittel. Zum Index 3 gehört das Glied ein Drittel. Ja, und was bei solchen Summationen immer das Spannende ist, ist, dass man herausfindet, welches Glied oder welche Formel ist die richtige, um das Glied beim Index i zu beschreiben. Das i-te Glied ist gegeben durch welche Formel? Ja, in dem Fall ist es relativ gut zu sehen, weil immer dieser Index im Nenner steht und 1 im Zähler steht. Die Formel 1 durch i funktioniert für alle Glieder. Das heißt, das ist das allgemeine Glied dieser Summe und das allgemeine Glied der Summe steht bei dem Summenzeichen immer hinten. Also 1 durch i wäre hier. Ja, und dann muss uns so eine Summe noch angeben, von wo bis wo sie denn zählt. Und das gibt man an, indem man den Index i ist gleich unten hinschreibt und dort den kleinsten, also den, womit man anfängt, den Index, mit dem man anfängt, hinschreibt. Das wäre in dem Fall Index 1. Und ober der Summe steht der Index, mit dem man aufhört. Da könnte jetzt zum Beispiel 100 stehen. Wenn ich also den Index von 1 bis 100 habe und ich summiere 1, diese 1 durch i's auf, dann bedeutet das also, diese Schreibweise bedeutet also nichts anderes als ein Eintel plus ein Halb plus ein Drittel plus ein Viertel plus und so weiter. Und das letzte wäre plus ein Hundertstel. Ja, und ich glaube, dass wir das sogar mit unserem Taschenrechner ausrechnen können, solche Sachen. Ich bin jetzt nicht, gerade nicht ganz sicher. Schauen wir mal, ob wir das hier haben. Ja, haben wir. Hier haben wir im Zweiermenü haben wir sogar ein Summensymbol, mit dem man genau sowas ausrechnen könnte. I ist gleich 1 bis 100
von 1 durch i und würden genau diesen Wert rauskriegen, also diese Summe von 1, ein Ganzes bis ein Hundertstel zusammengezählt, ergibt insgesamt 5,18. Ja, jetzt könnte man da natürlich experimentieren, was sich ändern würde, wenn man den Index da oben ändert, bis wohin man zählt. Also wenn man mehr dazu zählt, wird natürlich die Summe größer werden, wenn man weniger dazu zählt, wird die Summe entsprechend kleiner werden. Ja, es gibt manche Summen, bei denen passiert es, wenn man beliebig weit gehen würde, also wenn man da oben unendlich eingeben würde, dann würde auch die Summe unendlich werden. Das wird zum Beispiel bei dieser Summe der Fall sein, das weiß ich in dem Fall zufällig. Wenn ich da unendlich weit summiere, dann kommt auch als Summe unendlich raus. Aber, gehen wir wieder zurück zum 100, es gibt auch Summen, bei denen das nicht so ist, sondern bei denen die Summe trotzdem ein endlicher Wert bleibt, auch wenn ich beliebig weit zähle. Das passiert zum Beispiel, wenn ich hier nicht i nehme, sondern wenn ich hier als Index i hoch 2 nehmen würde. Dann würde das Ergebnis von dieser Summe, ja bei 100 würde es 1,6 irgendwas sein, und wenn ich da jetzt bis unendlich gehe, dann sehe ich, dass hier trotzdem ein endlicher Wert rauskommt. Jetzt könnten wir uns noch überlegen, was bedeutet diese Summe eigentlich? Also jetzt in die Gegenrichtung gegangen, hier haben wir die Summe von i ist 1 bis unendlich von 1 durch i hoch 2. Ja, jetzt kann man sich überlegen, was heißt das? Das heißt, jetzt müssen wir einfach das Umgekehrte anschauen. Das erste Glied entsteht, wenn ich für i 1 einsetze, also das erste Glied ist 1 durch 1 Quadrat plus das zweite Glied ist 1 durch 2 Quadrat plus 1 durch 3 Quadrat plus 1 durch 4 Quadrat und so weiter. Ist also ausgerechnet, das ist 1 plus 1 Viertel plus 1 Neuntel plus 1 Sechzehntel plus und so weiter. Also ähnlich wie die Summe da oben, nur stehen jetzt nicht mehr alle Zahlen in den Nennern, sondern nur mehr die Quadratzahlen. Und in dem Fall ergibt sich das tatsächlich, dass diese Summe nicht unendlich ist, auch wenn ich da bis unendlich gehe, sondern dass diese Summe trotzdem einen endlichen Wert hat. In dem Fall weiß ich zufällig, dass dieser endliche Wert Pi Quadrat Sechstel ist, aber das zu beweisen ist eine wesentlich kompliziertere Aufgabe, als wenn man es einfach nur sich einmal grundsätzlich anschaut, wie sich diese Summen weiterentwickeln. Ja. Das also ist die Summenschreibweise, und das vorher waren Quantoren und Mengendefinitionen.